Perpignan, eure Ärztin für Notfallmedizin, und heute erzähle ich euch etwas zum Skelett. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt so viele Knochen im Körper und die alle auswendig zu lernen, erscheint erstmal ein schwieriges Unterfangen zu sein. Dennoch gibt es auch eine gewisse Systematik beim Skelett und darauf werde ich eingehen. Außerdem ist so ein Video immer wichtig, um auch die Fachwörter zu lernen und wie sie ausgesprochen bzw. betont werden. Und zur Orientierung gehen wir gleich hier mal nach links. Da steht Wirbelsäule, also quasi das Kernstück unseres Skeletts. Und was gehört alles dazu? Die Zervikalwirbel, Fachwort Vertebrae, Stück 7. Übrigens, zwischen allen Wirbeln sind Bandscheiben, berühmt-berüchtigte Prüfungsfrage. Wo nicht und wo nicht, das ist zwischen dem ersten und dem zweiten Halswirbel, Atlas und Axis. Also der erste ist Atlas, der zweite ist Axis. Und diese beiden Wirbel sind zur Kopfwendung wichtig und deswegen darf da keine Bandscheibe dazwischen sein, die das verhindern würde. Auch eine Giraffe hat 7 Halswirbel. Dann kommen wir zu den Brustwirbeln, die Thorakalwirbeln. Das sind 12. Besonderheit an allen diesen Wirbeln hängen die Rippen dran. Also hier ist jetzt Thorakale 12, weil da das unterste Rippenpaar dranhängt. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Lendenwirbel. Dann kommt das Os Sacrum, das Kreuzbein, Sakral, das Kreuz, erinnert an die Kirche. Und unten dran ist das Os Coxis, das ist das Steißbein. Wer da mal ausgerutscht ist auf dem Glatteis, der weiß genau, wie das wehtun kann. Und dann haben wir quasi schon mal die Wirbelsäule abgearbeitet. Okay, hier, das ist natürlich Schmalspur, denn beim Schädel gibt es ganz viel zu sagen, aber in diesen großen Abbildungen ist meistens das Kranium, also der Schädel. Wir kennen auch die Lagebezeichnung kranial zum Schädel hin, und der Unterkiefer, die Mandibula, die Maxilla haben sie schon nicht mehr genannt, den Oberkiefer, aber ist jetzt auch nebensächlich. So, gucken wir mal weiter. Die Clavicula ist das Schlüsselbein, paarig angelegt. Und hier das Manubrium, das gehört zum Sternum. Also wir haben hier das Brustbein und da haben wir hier den oberen Anteil, das Manubrium, und das Sternum haben sie hier nochmal extra. Und hier unten ist auch noch ein kleiner Prozessus am Sternus. Da muss man bei der Reanimation aufpassen, dass man den nicht abbricht. Also immer schön hier in der Mitte vom Sternum drücken. So, die Rippen, Costae, haben wir schon erwähnt. 12 Rippenpaare. Und hier, was so ein bisschen gräulich ist, das ist Knorpel. Und dieser Knorpel, der sorgt dafür, dass die Rippen mit dem Sternum verbunden werden. Man sieht hier unten dieses Rippenpaar. Das ist ein bisschen kurz geworden. Das gehört dann nicht mehr zum Teil, der mit Knorpel hier verbunden ist. So, obere Extremität ist eigentlich aufgebaut wie auch die untere Extremität. Wir haben also einen großen Knochen und da hängen 2 kleine Knochen dran und dann kommt der Rest. Auch hier wieder großer Knochen, die 2 etwas kleineren und der Rest. Fangen wir mal an der oberen Extremität an. Der Humerus ist der Oberarmknochen und unten kommen jetzt Ulna und Radius. Da habe ich nochmal ein spezielles Video, wie man das macht, dass man Ulna und Radius nicht verwechselt. Man sieht ja auch schon, hauptsächlich artikuliert die Ulna mit dem Humerus. Und da ist der Radius mehr das Anhängsel hier im Radgelenk und untenrum ist der Radius der Hauptknochen, der mit den Handwurzelknochen Ossa Carpalia artikuliert, und da ist die Ulna ein bisschen unwichtiger. Und dann, also erst gibt es die Handwurzelknochen, dann die Mittelhandknochen Metacarpalia und die Phalanken sind dann die Finger. Und an der unteren Extremität haben wir das auch. Wir haben den Femur als großen Knochen, haben dann die
Tibia, das Schienenbein, die Fibula, das Wadenbein. Besonderheit hier ist noch die Patella, die Kniescheibe und untenrum haben wir auch wieder die Fußwurzelknochen, Tarsalia, dann die Metatarsalia, 5 Mittelfußknochen und die Phalanken ist wieder was der Rest ist, der noch dran hängt. So, was ich noch nicht mit euch besprochen habe, ist, was hier als Beckengürtel beschrieben ist. Da gibt es zu wissen, das Becken ist ursprünglich mal zusammengewachsen aus insgesamt 6 Knochen, also 3 auf der linken Seite, 3 auf der rechten Seite. Wir sehen hier auch die sogenannte Darmbeinschaufel, die gehört zum Os Ilium. Also wir merken uns Os Ilium, da wo wir drauf sitzen, wenn ihr euch mal auf eure Hände setzt, da spürt ihr so einen Knochen durch, das ist das Os Ischii. Da hinten kommt auch irgendwo der Ischiasnerv dann raus. Und vorne Os Pubis, das ist also vorne das sogenannte Schambein. Und das ist die 2 Schambeine, Os Pubis rechts und Os Pubis links, sind hier auch nochmal verbunden über Bindegewebe. Das macht deshalb Sinn, weil wenn eine Frau gebärt, das Kind muss hier quasi, seht ihr das Loch da, also hinten dran haben wir das Kreuzbein aus Sacrum, vorne dran aus Pubis, da muss das Kind quasi durch und durch die Östrogene wird das hier aufgelockert, damit es eine gewisse Dehnung geben kann. Also deswegen ist das hier nicht knöchern verwachsen, sondern die Natur hat das so gemacht, dass das Bindegewebe dann aufgelockert wird vor der Geburt, damit man das hier ein bisschen aufdehnen kann. Also nochmal zum sogenannten Beckengürtel gehört rechts das Os Ilium, die Darmbeinschaufel, da liegt auch quasi der Darm drin. Dann haben wir das Os Ischii zum drauf sitzen und Os Pubis vorne rum das Schambein. So, jetzt haben wir ein bisschen Systematik reingebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, nehmt euch euer Buch, guckt es euch nochmal an. Und wenn ihr Spaß hattet, dann bitte auch an Daumen hoch und abonnieren denken. Und bis bald beim nächsten Video. Eure Claudia Bignon.